Wenn wir standardisieren wollen, gibt es im Prinzip verschiedene Wege, das zu machen. Ich werde hier mal einen typischen oder einfachen zeigen. Also diese verschiedenen Programme, Quantifizieren, Map, Standards, die sind hier oben in dieser Menüleiste mit den Icons und sehen alle relativ ähnlich aus. Also wenn ich hier auf zum Beispiel Quantifizierung gehe, das ist, was man sehr häufig braucht, dann sieht es so aus, wenn ich auf Standard gehe, sieht es sehr ähnlich aus, wenn ich auf Map gehe. Ist ebenfalls sehr ähnlich aus und auf Line auch. Das sind kleinere Unterschiede, die hier vorhanden sind, die man erst mit der Zeit so ein bisschen sieht. Man braucht aber gar nicht über die Icons hier reingehen. Es gibt eigentlich einen einfacheren Weg. Also angenommen, wir haben jetzt, sagen wir mal, dieses Silikate-Programm hier, das wir verwenden. Wir schauen hier mal nach, wie das aussieht. Und für die Standardisierung ist es nicht schlecht, wenn man weiß, wie das Programm aussieht. Dafür gibt es dieses Snap-Tool. Hier unten klickt man auf Snap, dann geht dieses Fenster hier auf. Dieses Fenster hier. Und dann kann man hier auf zum Beispiel Rectangular gehen und auf New schneidet sich das hier aus. Und dann hat man das Messprogramm, das man sich hier hinlegen kann. Ich sollte vielleicht noch kurz dazu sagen, wir sind jetzt hier für diese ganze quantitativen Messungen und so weiter in diesem PC-EPMA-Fenster und auch nur da drin. Das andere Fenster, also das SEM-Fenster, brauchen wir im Grunde genommen nur, um zu schauen, ob unsere Konditionen stimmen, also 15 kV, 20 Nanoampere oder sonst irgendwas. Ansonsten brauchen wir das nicht. Und dann haben wir hier, wie gesagt, einmal unser Messprogramm, das wir hier anschauen können. Jetzt nehmen wir mal an, wir wollen hier das zum Beispiel ein Chrom dabei und jetzt wollen wir Chrom kalibrieren. Jetzt auf Chrom drauf schauen, dann sehen wir hier die Bedingungen von Chrom, wie die Peak-Position. Also hier oben ist alles zum Kristall praktisch, der Teil. Welche Wellenlänge wird gemessen? K-Alpha. Welche Ordnung? Erste Ordnung. Auf welchem Channel es ist das Spektrometer, deshalb steht es hier oben auch bei diesem Spektrometer. Welcher Kristall? Welche Peak-Position? Da kommen wir gleich noch drauf. Das ist alles so der Kristall. Dann kommt hier der Detektor. Also beim Detektor, was für eine Verstärkung haben wir da? Kommen wir auch gleich drauf. Dann die HV, auf diese Spannung am Draht. Und dann noch für die Pulshöhenverteilung hier das Base-Level und ein bestimmtes Window. Das sehen wir alles gleich. Und hier drüben ist für den Untergrund, also beziehungsweise wie lange das alles gemessen wird. Wie lange wird der Peak gemessen? 40 Sekunden. Und dann kommt der Untergrund, der wird 20 Sekunden gemessen. Das ist relativ typisch, dass man Untergrund die Hälfte vom Peak ist und dann bei obere und untere Background 2 mm und 2 mm oberhalb und unterhalb der Peak-Position. Und man kann hier auch noch aussuchen, wie genau der Untergrund hier, das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Und hier unten wird noch der Standard eingegeben, also welchen Standard verwenden wir. Und wir wollen jetzt mal, spaßeshalber, nehmen wir einen anderen, wir nehmen jetzt mal den Commit auf dem ASTIMEX-Standard. Das hier ist jetzt auf dem Standardblock 4. Den haben wir gar nicht mehr eingebaut, deshalb wird es hier nicht so gut funktionieren. Deshalb müssen wir das anderes nehmen. Wir nehmen jetzt hier mal den ASTIMEX-Standard. Wo finden wir den? An sich, wenn man hier in Standardmanager reingeht und auf ASTIMEX geht und dann auf den Commit, dann kann man hier einfach hinfahren, indem man auf Move klickt. Das mache ich mal. Man kann es dann auch sehen. Und zwar hier oben in dem Specimen Navigator kann man hier draufklicken. Dann sieht man hier den Standardhalter. Sehr praktisch. Probe, Standardhalter. Und jetzt ist hier das kleine Kästchen, ist schon hingefahren. Das hier ist der Chromit. Kann ich auch wieder zurückgehen. Also braucht man, kann man immer nachgucken, wenn man möchte. Und dann schauen wir erstmal, wie dieser Chromit aussieht. Ob uns das, ob hier, wir müssen auch scharf stellen und so weiter. Machen wir Licht an und es sieht schon aus, als wären wir auf dem Chromit drauf. Und dann können wir das hier drüben wieder schließen. Und was wir dann machen ist, wir gehen hier unten in dem, damit wir in einen Standardordner reinkommen, gehen wir hier unten auf Standardisierung, auf ASTIMEX
auf Chromit und schauen mal, ob es schon ein gibt, wo auf 2 gemessen wird. Hier ist PET-L, Channel 2, 15 kV. Das können wir gut verwenden. Es kann auch mal sein, dass hier, wenn ich jetzt auf den anderen Standard gehe, dann ist es Tab und 1. Das wollen wir nicht. Wir nehmen das. Wäre aber auch egal. Kann man leicht ändern. Dann gehen wir hier auf Rechtsklick Load Condition. So, jetzt sehen wir hier oben, sind wir in Standard. Und hier ist der Chrome auf Standard 2. Und jetzt machen wir es ganz einfach. Wir gehen hier einfach im Kreis. Von rechts oben durch. Was wir hier machen, wir erstellen ein File, genauso ein File wie hier, mit wo alle Standardinformationen drin sind. Ja, ich kann das hier angucken. Ich kann ja auf Show Data gehen und sehe hier nicht alles. Wenn ich hier unten angucke, sehe ich es ein bisschen besser. Das sind alle Informationen, die in diesem Standard, in diesem File drinstehen. Dieses File wollen wir jetzt erstellen. Ein neues Standard-File, wo alle Informationen drinstehen und dieses Standard-File dann nachher benutzen für unsere Quantifizierung. So, jetzt fangen wir hier rechts oben an. Wir haben schon rechts oben angefangen mit Standard-Manager eben, um dorthin zu fahren. Jetzt suchen wir erstmal richtig einen Ordner aus. Das soll jetzt in den Ordner gehen, in den gleichen, wo wir es auch drin haben, in Standardisierung. Und jetzt nur ASTIMAX, mehr nicht. Und dann in ASTIMAX suchen wir drüben Chromit aus. So, jetzt haben wir das gemacht. Dann gehen wir hier drauf. Und hier müssen wir so Sachen einlesen. Um es mal zu zeigen, hier gibt es so UL, Stigmato und so weiter. Und hier lesen wir die aktuellen Positionen ein, von dem, was wir scharf stellen. Das habe ich schon gemacht. Und nur um es mal zu zeigen, gehe ich mal hier rüber. Und hier stehen es auch Zahlen wie 75, 34. Und wenn ich hier auf Read Now gehe, dann wird das hier eingelesen. Und auch die Beschleunigungsspannung und auch der Strom. Wir können das hier anklicken, dann wird am Anfang ist hier auch immer der Strom wieder auf 20 gestellt. Also wir können ja auf Read Now klicken, man muss es nicht mal aufmachen, dann sieht man das. Es gilt aber für alle Panels. Das hier sind alles so Panels, dieses Grün, Gelb, Aprikot und Flieder. Diese können alle expandiert werden, indem man doppelt klickt oder bei diesem Detail hier einfach draufklickt, das geht genauso. So, das haben wir jetzt, dann gehen wir hier zum nächsten. Und hier geben wir erstmal 3 Punkte ein, die wir gleich messen wollen. Das sind die 3 Punkte, die nachher für die Standardisierung oder das sind die Counts per Seconds. Und diese Counts per Seconds ordnen wir dann der Chrom-Konzentration zu. Wenn wir hier in Standardmanager reingucken auf ASTIMAX, auf Chromit und dann einfach mal auf Edit gehen, dann sehen wir, der ASTIMAX hat Chrom in Oxid, hier steht Oxid, von 45,42. Also nachher werden die Counts per Second, die wir von den 3 Punkten, die wir hier messen, diesen etwas mehr als 40 Gewichtsprozent zugeordnet. Dazu schauen wir uns, ich ziehe es mal rüber, suchen wir uns 3 Punkte aus. Der sieht schon gut aus, mache ich Read Position. Ich kann auch Apply machen. Und jetzt gehe ich auf Accumulation hier unten, auf diese Punkte, Arbitrary, den ersten, den habe ich schon eingegeben. Jetzt suche ich hier einen zweiten aus, der gut aussieht, zum Beispiel der hier. Gehe auf Add or Change. Dann noch einen dritten. Move to this position, Add or Change. Habe ich gemacht. Okay. Und auf Apply. Und bevor ich es vergesse, suche ich hier gleich einen nächsten Punkt aus. Wird gleich klar, warum. Wir wollen hier, jetzt haben wir die 3 Messpunkte ausgesucht. Wir brauchen gleich noch einen 4. Punkt und wir wollen da nicht auf einen Messpunkt rumballern. Das war's für hier. Probe Diameter ist noch wichtig. Muss hier auf Circle stehen. Und dann 3 Mikrometer. Für Chromit ist das in Ordnung. Bei Feldspat müsste es mehr sein. Vielleicht 6, 7 Mikrometer. Weil Feldspat leicht kaputt geht. Mache ich das wieder zu. Alles fertig. Hier gehe ich zum nächsten Panel. Und da kann ich einen Doppelklick auf Chrome machen. Und hier wollen wir jetzt mal einen Peak Scan machen. Jetzt wird hier unten gleich Peak Scan, Peak Search machen. Wird hier gleich was Neues aufgehen. Jetzt gehe ich hier, mache hier mal einen Rechtsklick, Execute Peak Search. Und dann wird jetzt ein Peak Search gemacht. Und dazu bin ich hier auf einen neuen Punkt gefahren, denn ich will ja nicht, dass der gleiche Punkt jetzt hier nochmal gesucht wird. Jetzt habe ich was vergessen, deshalb halte ich das mal ganz kurz an. So, was man eigentlich zuerst macht, ist, dass man alles Aktuelle, was hier steht, das sind jetzt die momentan, so wie das beim letzten Mal bei der Standardisierung eingestellt wurde.
Und hier rechts habe ich was, ich kann das mal rausmachen, dann ist es manchmal ein bisschen besser zu verstehen. Hier sind so, das ist nur der aktuelle Stand des Spektrometers. Ja, das steht in keiner Datei nirgends, es ist einfach nur, wie der Spektrometer gerade aussieht, an welcher Position es steht. Ich kann hier unten auch was Neues eingeben, zum Beispiel 150. Dann fährt das Spektrometer an eine andere Stelle, also Probe, Analysator-Kristalldetektor, fährt es woanders hin. Das nur, was aktuell ist, das ist Spektrometer 2. Ja, also wenn ich jetzt Spektrometer, das ist auch das, was wir gerade haben und so weiter. Das hier ist der Detektor. Also das hier ist das, der Kristall, das ist der Detektor, das Gesamte ist das Spektrometer. Und das ist nur aktueller Zustand. Das ist nicht aktueller Zustand, sondern das ist, was in der Datei stand. Und das hier ist das Spektrometer, also das ist Kristall und das hier unten ist Detektor. Und jetzt möchte ich das, was hier im Spektrometer in der Datei steht, in die Akt als aktuelle Position hier reinschreiben. Ja, zum Beispiel ist hier die Gain 4, hier ist die Gain 8. Und so weiter. Deshalb mache ich hier mal Z. Und jetzt wird das hier reingeschrieben. Jetzt steht hier auch zum Beispiel 4. Jetzt wird die Position dorthin gefahren, bis hier steht und so weiter. Ich erkläre gleich, warum das wichtig ist, dass man das macht. So, das ist der erste Schritt. Und dann gehe ich auf Execute Peak Search. Und dann wird hier unten ein Peak gesucht. Automatisch. Was dann wichtig ist, ist, wenn der Peak hier gleich gefunden wird, dass wir mal vergleichen, wie der zum alten sich verhält. Das sollte nicht kein größerer Unterschied sein als vielleicht so 10, 20 Mikrometer. Ja, das hier ist ein Millimeter, das sind einfach nur die Positionen entlang dieser Schiene hier. Und das sollte nicht mehr sein als, wie gesagt, ein paar Mikrometer. Die alte ist 352, die neue ist 352. Das ist jetzt extrem perfekt, aber wunderbar, da sind wir nicht unzufrieden mit. Das war der Peak Search. Jetzt gehen wir zum Detektor. Das ist PHA-Scan. Und zwar hier zuerst, hier rechts, auf High Voltage. Und dann machen wir jetzt einen High Voltage Scan. Dafür klicken wir hier auf Play. Und jetzt ist es wichtig, dass hier die Gain stimmt. Weil wenn die Gain jetzt hier groß, also hier haben wir die Gain 4. Wenn jetzt hier noch eine Gain 128 gestanden hätte, dann wäre der Peak irgendwo komplett verschoben und wir müssen es nochmal machen. Das wäre ein bisschen nervig, deshalb ist es gut, wenn wir über Set das hier alles gleich schon mal hier reinschreiben. So, hier unten ist die High Voltage aufgetragen von 1500 bis 1800 Volt und hier sind die Anzahl der Impulse aufgetragen. Bei Peak Search war das hier unten die Millimeter und hier auch Anzahl der Impulse. Jetzt kriegen wir hier auch schon einen Peak. Und der Peak sollte immer bei ungefähr 1700 Volt sein und das läuft ja gerade ganz geschmeidig. Der ist auch bei ziemlich genau 1700 Volt, sieht man hier unten 1698. Der darf auch 20, 30 Volt daneben liegen. Das ist hier nicht so ganz genau. Hier muss man warten, bis es zu Ende ist, denn im Hintergrund in der Elektronik, wenn das gemacht wird, wird auch gleich die Impulshöhenverteilung, da kommen wir gleich dazu, so gesetzt, dass der Maximum-Peak bei 4 Volt liegt. Sehen wir gleich. So, hier haben wir jetzt schön die 1700 Volt. Man kann es auch hier drüben sehen bei der aktuellen Position. Und jetzt wird der Peak hier reingeschrieben. Wunderbar. Jetzt gehen wir hier zu Base Level. Das ist jetzt diese Impulshöhenverteilung und gehen hier auch mal auf Play. Jetzt haben wir Volt auf der X-Achse, also nicht mehr Kilovolt, sondern Volt und auch Impulse auf der Y-Achse. Das ist jetzt die Anzahl der Impulse, die gemessen wird. Und das wurde gerade automatisch auf 4 Volt eingestellt. Hier sehr schön und illustrativ der Escape Peak. Der liegt jetzt bei ungefähr 2 Volt. Ja, das hängt ja, den muss man ja ausrechnen. Den Escape Peak, der ist ja relativ zu den ankommenden beim Röntgenstrahlen. Und jetzt können wir hier ein Base Level setzen. Das heißt, wo soll, also alles, was jetzt hier dazwischen liegt, wird gezählt an Impulsen. Also alle Impulse, die hier dazwischen liegen, werden gezählt. Ich kann jetzt hier drüben auf Integral stellen, dann wird alles gezählt, was da ist. Ab 0,7 Volt, weil drunter ist Detektorrauschen. Oder ich kann mir hier ein Fenster aussuchen, wo ich sage, ne, ab hier soll gezählt werden und dann hier oben bis vielleicht hierhin. Denn angenommen, es gäbe jetzt ein Element mit einer höheren Ordnung, zweite Ordnung, würde das bei 8 Volt liegen. Und dann könnte man über dieses Fenster diese höhere Ordnung
ausschließen. Tun wir es so, als wäre das der Fall, deshalb setzen wir es mal hier hin. Und dann müssen wir das hier, dann haben wir von 0,8 bis 5,15, das sieht man auch hier unten, hat man das dieses Fenster gesetzt. Deshalb müssen wir auch auf Diff stellen für Differenz, jetzt wird nur das Fenster gemessen. So, jetzt haben wir alle aktuellen Daten hier drin. Die wollen wir jetzt hier reinschreiben. Und das bekommen wir über Read. Ich klicke auf Read und dann wird alles, was hier steht, hier reingeschrieben. Read, alles hier drin. Wunderbar. Damit haben wir diese Sache erledigt. Wir gucken mal, Peak 2010, das reicht, das soll jetzt auch nicht zu lang dauern. Dann können wir das hier kollabieren und dann sind wir hier fertig. Dann können wir hier reinschauen, was wichtig ist, ist, da gucken wir eigentlich nur, wir müssen gar nichts machen, dass keine Peak Search gemacht wird. Execute every 20 times ist okay, wir haben ja nur 3 Punkte. Wir können aber auch auf None gehen, weil manchmal wird sonst beim ersten Mal auch ein Peak gemessen. Dann machen wir das zu. Dann haben wir das erledigt und dann gehen wir zum letzten. Wir sind jetzt hier einmal im Kreis rum und gehen dann auf Acquire. Das mache ich jetzt mal. Dann geht hier meistens automatisch dieses Fenster auf. Wenn nicht, kann man hier oben auf den Monitor klicken. Dann geht es auf. Das haben wir gerade gesehen. Es ist schon ein bisschen rumgefahren zum ersten Punkt. Ich kollabiere das mal wieder. Dann rutscht das hier drüben rein. Das hier drüben drin. Und jetzt wird der erste Punkt hier gemessen. Lass es mal kurz laufen, das ist nur eine Minute. Das kann man ja vorspulen im Zweifel, damit man mal sieht, was hier geschieht. Jetzt wird es hier gleich, hier gibt es Channel, Channel werden hier die Spektrometer genannt. Dann kommen hier verschiedene Sachen, also Element Accumulation, Peak, Peak Count per Second, Background Left, Lower per Second, Background Upper Counts per Second. Eine Messung dauert 30 Sekunden, ein bisschen mehr, weil das Spektrometer muss ja auch für den Untergrund immer hier so ein klein bisschen hin und her fahren. So, dann haben wir jetzt Channel 2, PET-L, Chrome, Accumulation 1, oder die erste Accumulation, Peak. Als Accumulation gibt es nur bei Standard, die Accumulations machen wir nicht bei Messung. Das ist der Peak, Peak Count Second, Background Seconds, Lower, Background Seconds, Upper. Jetzt wollen wir natürlich, dass die drei Messungen, alle drei, möglichst identisch sind in den Counts. Ja, und dann nehmen wir ein Mittel daraus und dieses Mittel wird verwendet, um, wie gesagt, hier im Standardmanager dann das mit dem, was waren es, 45,42. Also diese P-Counts werden dann diesen 45,42 Counts, Gewichtsprozent von dem Commit zugeordnet. So, zweite Messung, das sehen wir schon, sieht ziemlich gut aus. Das sind hier 218.000 Counts, hier wieder 218.000 Counts, also das ist schon ziemlich perfekt. Also das ist ja 4 Stellen, sind schon identisch, erst da hinten wird es ein ganz klein bisschen anders. Also das sieht extrem gut aus. Beim Untergrund auch, dann warten wir noch weitere 30 Sekunden, bis wir das haben. Also man kann hier unten auch hin und her schalten zwischen Peak Search. Dann hat man hier auch wieder diese Ordnerstruktur und so weiter. Das habe ich gerade gesehen. Okay, was mir jetzt rauskommt, ist, das ist eine fantastische Übereinstimmung. Man sieht hier unten auch die Abweichungen, die sind immer sowas wie 0, das ist schon sehr gut. Hier ist auch noch das Detection Limit angegeben in ein Sigma. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt zurückgehen in unser Messprogramm. Klicken dann hier auf Chrome und wählen hier unten jetzt bei Standard den Standard aus. Machen hier alles zu. Das war bei Astimax der mit und dann kann man den hier auswählen, dann ist er hier drin. Man kann auch noch mal nachgucken und sieht hier das Datum und alles, beziehungsweise man kann hier auf Read gehen, das sollte man sowieso machen, und kann hier, sieht er noch mal alles, ja, alles stimmt, da müsste auch irgendwo das Datum stehen.
von heute. Und dann kann man hier Peak und PHA anklicken und auf OK drücken. Und dann wird das alles hier eingelesen. So, und jetzt hat man alles vollständig hier drin. Genau so, wie man das braucht. Nämlich, man muss ja die gleichen Bedingungen im Messprogramm haben wie im Standard. Und das haben wir eben erreicht, indem wir das hier so eingelesen haben. Diese ganzen Bedingungen. Und dann haben wir die Standardisierung hiermit beendet und können zum nächsten Element gehen, beziehungsweise, wenn es das war, messen. Beziehungsweise sollte man jetzt nochmal den Standard selbst messen, um zu gucken, ob alles rauskommt.